So, was haben wir hier Schönes? Zum Öffnen gedrückt halten. Hier kommt noch ein Boss auf einmal von hinten angesneakt, oder was? Haben wir hier das Tor geöffnet? Boah, wo kommt denn ihr jetzt her? Komplett ohne Ankündigung, ne? Erstmal alles schön zum Brennen bringen. Dann sind die eh erstmal so ein, zwei Sekunden ein bisschen unter Schock. Kann man in Ruhe draufballern. Und dann kümmern wir uns um den Boss. So, traust du dich noch vor heute? Willst nicht hier durchrennen? Shit. Ah, jetzt kommen hier natürlich noch weitere Gegner. Wir müssen mal gucken. Wir haben da nicht mehr so viel Platz, um auszuweichen. Der ist schon ganz schön weit vorne. Aber auch mit den Lava-Geschossen ballern wir den ordentlich runter. So, dich erstmal noch. Alles kein Problem für uns. Ja. Boom, da war er weg. Geh weg mit deinem Feuer. Wieder bloß blauen Stuff. Sag mal, ist doch gut. Dein Captain ist schon tot, du kannst Feierabend machen. Ich weiß, das ist dir gerade egal, aber ich schulde dir was für deine Hilfe mit Chama. Was ist mit dir? Nichts. Hab mich nie darum gerissen, Vater zu sein. Ganz im Gegenteil. Jakob, warte. Da ist noch was. Ich hab sie schon mal gesehen. Was? Wo? Ich hatte eine Vision. Im Kälteschlaf. Verdammt, jetzt kommst du auch mit dem Scheiß. Mach mal halblang. Tja. Kein Freund davon? Immer interessant zu wissen, was genau in der Vision sich abgespielt hat. Ich glaube, wir haben die nicht gesehen. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Wir haben ein neues Schnellreiseziel. Bald auf Stufe 15. Müssen wir mal gucken. Jetzt ist die Weltstufe 7 auf einmal wieder leer. Wir hatten die doch gerade so gut wie voll. Hat anscheinend nur gebuggt. Ich schaue nochmal eben hier hinten rum, ob wir noch was finden. Eisen auf jeden Fall. Und hier ist noch eine Kiste. Fast übersehen. Und dann mach mal weiter. Ich hoffe doch mal, dass wir bald den guten Seth treffen. Zieht sich doch schon relativ lange, die Mission. Zumindest gefühlt. Ach, jetzt kommt ihr wieder. Ich glaube, gegen euch sind die Sturmgewehre einfach effektiver. Aber er meint's wirklich ernst hier, ne? Wo ist denn der Rest? Da hinten kommen sie. Ah, das zieht halt echt fast gar nichts ab, ne? Erfolgreich ausgewichen. Hat zwar viel ausgehalten, dafür aber so gut wie nichts gemacht, außer einmal angesprungen gekommen. Machen erstmal die Kleinen weg. Ich glaube, die sind schon relativ nah. Yep. So. Kriegen wir ja schon fast mit der Hitzewelle.
Na, wer bist du denn? Hallo? Die Brutmutter. Die hält schon ein bisschen mehr aus, aber solange sie alleine da ist, ist alles gut. Druckwelle. Hat sich jetzt selber gestachelt oder was war das für eine Aktion? Ah, die Druckwelle ist noch da. Naja, aber auch sie kommt nicht allein, verdammt. Nee, bitte nicht so nahe kommen. 1,50 Meter Mindestabstand, Freundchen. Müssen mal ein bisschen rennen. Haben schon wieder Lava geschossen. Also die Fähigkeit ist auch echt verdammt schnell wieder da. Ich weiß nicht, ob es gerade an irgendeinem Ausrüstungsteil von uns liegt. Was die Abklingzeit reduziert, aber gefühlt können wir die echt oft einsetzen. Ah, shit. Aua. Der eine Giftige hier spuckt ja die ganze Zeit auf uns. Unverschämtheit. Naja, und jetzt gibt es nochmal Lavageschosse. Und schon wieder eine Druckwelle. Ach, und schon wieder Kumpels da. Jetzt holen wir erstmal dich. Das splittet das ja sogar auf zwei verschiedene. Oh, shit, 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 shit. Was ist denn hier los? Ist der Alpha gerade da drüben oder was hat uns? Ah, wir haben Schild aktiviert. Irgendwas hat auf jeden Fall gerade mächtigst reingeballert. Na, den Alpha machen wir später. Ich hätte gern erstmal die Kleine. Danke. Auch ein Schild. Oder auch nicht. Und da war es das auch schon. Easy. Hier habe ich die ganze Zeit schon hier hinten blinken gesehen. Die holen wir uns natürlich noch fix. Und komm mal was Gutes bitte. Wieder nur Müll, aber wir müssen generell mal kurz ins Inventar schauen. Wenn die Fähigkeit endet, wird 15 Sekunden lang ein mächtiger Waffenbonus von 50% gewährt. Ist halt eigentlich relativ cool. Hitzewelle wird stärker. Gar nichts. Achso, das ist alles grüner Stuff, also der kann weg. Die Hitzewelle, Das hat zwar ein bisschen mehr Rüstung, aber trotzdem wäre mir das oder ist mir das mit den Lavageschossen lieber, weil nutzen wir häufiger. Den ganzen Spaß können wir direkt weghauen, weil wir hier schon Lilanes haben. Was haben wir hier? Hitzewelle, verursacht bei von der Fähigkeit betroffenen Gegnern Schwäche. Brandbombe nutzen wir nicht. Der Rest ist auch Müll, hat aber halt relativ viel Dings. Wir können mal kurz in die Fähigkeiten gucken. Was ist denn Brandbombe? Verzehrendes Feuer, Brandbombe. Ach, das war der Skill. Ja, aber den fand ich ehrlich gesagt ziemlich mager. Egal, wir hauen's weg. Und was haben wir hier aktuell drauf? Verzehrendes Feuer ermöglicht die Absorption eines zusätzlichen Ziels. Das haben wir gerade gesehen, es hat sich gesplittet. Asche-Detonation nutzen wir nicht. Der Rest ist schwächer, also kann's auch weg. Die Waffen können wir alle so, wie sie sind, raushauen. Wir sind aktuell eigentlich ganz gut equipped. Und das auch. Und dann kann es auch schon wieder weitergehen. Vorne liegt noch was Blaues und ein bisschen Eisen hängt da auch noch. Da gab es Leder. Was haben wir hier? Eine Hose. Allerdings Hose und Stiefel. Wir haben hier schon eine Lilane, das heißt weg damit. Und Stiefel 420 und Hitzewelle. Nach dem Einsatz dieser Fähigkeit steigt dein Lebensentzug durch Fähigkeiten. 10 Sekunden lang um 10% ist nicht verkehrt. Das habe ich jetzt eben erst mitgekriegt, dass wir das überhaupt können. Also fort damit. Wir können ja auch die Fähigkeiten noch auf die blauen wieder drauf machen, ne? Bei den Lilanen haben wir halt einfach zwei Fähigkeiten. Bei den blauen haben wir eine. Und goldene Sachen gibt's auch noch. Die haben dann, da wo Anomaliekraft Lebensentzug steht, nochmal eine mehr. Ein Attribut sozusagen. Also prinzipiell muss blauer Stuff nicht gleich schlecht sein. Aber wenn wir schon Lila haben und die Möglichkeit, zwei Skills gleichzeitig auf einem Rüstungsteil nutzen zu können, dann
würde ich das auch so beibehalten. Es sei denn, es kommt jetzt wirklich irgendwas mega cooles Blaues an. Dann kann das natürlich auch ersetzt werden. So, wir haben hier eine ganze Menge Eisen. Was zur Hölle ist hier passiert? Das frage ich mich aber auch. Leck mich am Arsch. Jakob, Seth ist tot. Was? Wie? Er wurde noch nie besiegt. Oh oh, mal gucken, was jetzt kommt. Nee, noch nicht, ich gehe wieder. Man nennt ihn Moloch. Ja, es gibt noch einen Veränderten. Einen mit mehr Macht als Seth. Wow, das sind ja scheiß tolle Neuigkeiten. Oh je. Ich muss weiter. Wir haben Stufe 15 erreicht. Seth ist tot. Unmöglich. Du lügst. Hab ihn gesehen. Verbrannt. Wir rücken bereits zur Front vor. Jetzt wird's Zeit, dass du Wort hältst. Ich halt immer mein Wort. Beruhige dich. So, noch was Grünes. Und hier noch was. Ja, Seth ist tot. Ich dachte eigentlich die ganze Zeit, es ist der mächtigste Veränderte. Aber er sieht nicht mehr ganz so mächtig aus. Ein Brief von Seth. Ich habe gelernt, dass das Veränderten-Dasein nicht so ist, wie ich es zuerst dachte. Es liegt nicht in unserer Natur, unser Mitgefühl hinter uns zu lassen. Der Grausamkeit den Vorzug zu geben, mit dem Wahnsinn zu liebäugeln, zu ignorieren wahrscheinlich. Ein Veränderter zu sein bedeutet, eine Reihe von Entscheidungen zu treffen. Ich habe, wie einige andere, beschlossen, meine Menschlichkeit um meiner selbst willen aufzugeben. Du musst nicht die gleiche Wahl treffen, Outrider. Alles Gute auf deiner Reise. Okay, war jetzt nicht der längste Text und es ging halt hier nochmal um den guten Seth. Also, ja, gut oder böse, wie man es nimmt. Und da dachte ich mir, das können wir auch nochmal in Ruhe ein bisschen vorlesen. Ich musste ja nochmal einen kurzen Schnitt setzen, weil ich war einfach ein bisschen dumm. Tut mir leid, wir haben diese Folge nicht genau dort begonnen. Oder ich habe sie nicht begonnen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, weil wir anscheinend nicht an einem Checkpoint angelangt sind. Und ich habe die Folge halt aufgenommen, habe es überhaupt nicht gecheckt. Und ja, die ersten 10 Minuten der Folge war genau das, was wir in der Folge davor hatten, die letzten 10 Minuten. Deswegen habe ich das geschnitten, drum gab es auch keine Begrüßung, damit ihr euch das nicht nochmal doppelt angucken müsst. Ich habe es halt einfach nicht gemerkt. Das kam mir zwischendurch dann schon mal so ein bisschen komisch vor und ich dachte mir, das kennst du doch schon. Aber da ich ja auch noch einen zweiten Charakter habe, mit dem ich außerhalb von den Let's Plays spiele, dachte ich mir, vielleicht kommt es ja daher. Nee, wir hatten es tatsächlich schon gespielt. Das Spiel hat mich einfach nur ein Gebiet weiter vorne wieder rausgeschmissen. Naja, darum habe ich jetzt hier nochmal kurz geschnitten. Dann seht ihr nichts doppelt und wir können hier an der Stelle weitermachen. Der gute Seth ist tot. Wir müssen wieder zu Jakob. Wir sollen den Weg zurück, wahrscheinlich irgendwo zur Schnellreise. Jetzt würde ich aber noch mal kurz schauen. Da unten blinkt doch irgendwas auf. Da ist eine Kiste. Aber wir kommen nicht ran. Verdammt. Wo schickt's uns denn hin? Ach, da hoch. Na gut, dann laufen wir mal da lang, wo das Spiel uns lang schickt. Und machen halt hier weiter. Ja, deswegen jetzt auch andere Weltstufe, glaube ich. Ich dachte, wir hatten die letzte Folge mit der Weltstufe 6 beendet, also nicht wundern, dass wir auch generell ein bisschen mehr Erfahrung haben, weil wir haben ja ein, zwei Gebiete doppelt gespielt. Hier scheint es aber nichts weiter zu geben. Nicht wirklich. Hier haben wir was von der Floris. Nö, also wieder zurück. Was Grünes haben wir liegen lassen, wäre auch nicht so schlimm gewesen. Ja, mal gucken, wo es uns jetzt hinschickt. Weil da vorne war schon ein Schnellreisepunkt. Ich denke mal, das wäre der schnellere Weg gewesen. Ja. Genau. Hier vorne ist doch auch... Also mit dieser ganzen Missionsanzeige und den Pfeilen, das ist manchmal alles... Guck mal, ist einmal ein Kreis gegangen und möchte, dass ich da wieder hochlaufe. Das musst du mir jetzt mal erklären, wie ich das machen soll. Wo sind wir denn? Wir sind hier oben wahrscheinlich.
Und hier unten im Lager ist den Mentor haben wir verfolgt. Sprich mit Jakob, um nach Trenchtown aufzubrechen. Also der wird doch wahrscheinlich im Lager sein, oder? Wir machen jetzt einfach mal hier runter. Obwohl, jetzt stand's ja da. Mentor, passt. Trotzdem ist es manchmal ein bisschen komisch. So, Jakob. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas Cooles. Leider nein. Hier geht's weiter. Einmal nach Trenchtown. Wir hätten gleich mal gucken können, dass wir unser Equipment vielleicht noch ein bisschen aufbessern, aber naja. Wird schon noch besseres Equip kommen. Schließe dich dem Angriff gegen die Rebellen an. Ja, müssen wir ja wohl oder übel. Bewegt deinen Arsch zur Front. Der Angriff beginnt gleich. Woher das Interesse an der kleinen Hexe? Sie ist mir eigentlich egal. Ich helfe nur einem alten Freund. Du bist verändert. Warum hilfst du dann dem Pöbel? Der Pöbel und ich sitzen im gleichen Boot. Warum haben Idioten wie du so viel Macht? Ja, weil wir keine Idioten sind, deshalb. Hier sollen wir rangehen. Ich würde nochmal kurz gucken, wir haben noch einen Klassenpunkt bekommen. Dass wir den mal eben noch einsetzen. Was haben wir hier Schönes? Erhöht den Widerstand um 20%. Erhöht Waffenschaden und Anomaliekraft. Ist gar nicht so verkehrt. Erhöht den Schaden gegen Gegner mit weniger als 30% Leben um 20%. Alles nicht so unbedingt meins. Waffenschaden, hier gibt es nochmal Leben. Finde das eigentlich nicht verkehrt. Wir nehmen mal das. Bin ja mal gespannt, wie heftig der Angriff wird. Nochmal kurze Truppenbesprechung. Wenn ihr da oben seid, müsst ihr euch verteilen. Bleibt nicht stehen. Na ach. Kommen tausende Leute auf dich zu, Rebellen schießen dich an. Ihr müsst euch verteidigen. Nicht stehen bleiben. Ja, ich bin verändert. Heute werden wir siegen. Ein großer, neuer Champion kämpft mit uns. Zusammen werden wir sie zerficken! Yeah! Jetzt geht's los. Oder auch nicht. Doch. So, wir sind erstmal Scharfschütze. Allerdings ist das so neblig hier hinten. Ich sehe fast nichts. Wir rennen mal ein Stückchen weiter vor. So, wo seid ihr? Gott, die sieht man ja kaum. Ob wir hier irgendwas verbessern können, indem wir schneller sind, dass weniger von den Kameraden sterben? Ich glaube nicht, oder? Bin trotzdem mal noch ein Stück weiter vor. Kam eine Granate. Das finde ich nicht so toll. Können wir uns hier dahinter anlehnen? Ja. Bam. Na. Der Kopftreffer will einfach nicht. Seht ihr das? Ich konnte aber auch nicht weiter runter zielen. Es hier irgendwie gehangen hat. Frag mich nicht warum. Jetzt haben wir ihn. Ihn auch. Voll in den Schritt. Mein Aim ist heute wieder richtig am Level. Ah, wir machen das ja schon. Er rennt doch nicht vor. Zumindest bleiben sie nicht stehen, ne? Hat die Belehrung doch nochmal geholfen. Ah, manchmal ist es irgendwie komisch. Ich habe das Gefühl, ich treffe, aber es trifft nicht. Irgendwo da hinten schießt es noch. Und keine Muni mehr. Geil. Naja, dann gehen wir halt in den Nahkampf. Das sind doch sowieso die übermächtigsten Übertypen hier. Wer will uns hier schon was anhaben? Da
Hatten wir nicht gerade Munition erst aufgefüllt? Komisch, dass wir kaum noch... Haben wir so viel schon verschossen gerade? Sollen wir mal komplett stürmen? Ja, ne? Dann einfach mal direkt in den gegnerischen Schützengraben rein. Wow, die machen doch schon ein bisschen mehr Schaden. Der drüben ist verbrannt. Sag nicht, das war's jetzt schon. Darauf haben die sich so lange vorbereitet, oder was? Nee, es kommt noch mehr von hinten. Ist die Frage, ob wir hier Kisten finden? Ich bezweifle es irgendwie stark. Wenn, dann wurde sie wahrscheinlich eh schon in die Luft gesprengt. Na, beim R rennt hier nach vorne. Gegner steht direkt hinter ihm. Keine Ahnung, wie die ihre Ausbildung machten. Ui, jetzt kommt hier aber ein bisschen Stimmung auf. Ins Gesicht. So, nee, es werden immer mehr. Mist. Ich dachte, das war's schon. Dafür hätten die jetzt unbedingt Seth gebraucht, als könnten wir das nicht auch regeln. Hätten wir den gar nicht suchen müssen. War einfach gleich gesagt, komm, ich helfe euch. Na, ich kann nicht mehr. Ich dachte, ich kann noch einen Nahkampfangriff machen. War leider nicht mehr drin. Ah, die sind schon mutig, aber gefühlt rennen die irgendwie nur rein, ne? Haben zwar alle Waffen in der Hand, aber sind irgendwie eher als Nahkämpfer geboren. Hier hinten ist noch einer. Au. Duck dich. Ich suche jetzt hier nicht groß nach Kisten rum. Einerseits ist mir das hier viel zu unübersichtlich. Und auch viel zu nebelig, staubig. Da drüben ist Muni, die könnten wir auf jeden Fall mal holen. Ah, ihr wart aber schnell hier vorne. Da hinten kommt noch ein Boss, zwei Stück. Dann bleiben wir vielleicht doch erstmal lieber ein bisschen auf Abstand. Ah, und der Brecher hält aber auch viel aus, ne? Zumindest sind sie nicht alle komplett nur auf uns fokussiert. Aber die kommen ja hier gerade alle ein bisschen zu schnell vor. Ich hätte gerne doch mal eine Atempause. Auch wenn es den Gegner nicht gegönnt ist. Beides nur Brecher. Ich wollte nicht vorspringen. Genauso wie ich gerade nicht zur Seite springen wollte, ist es einfach wieder das Hektische auf der Tastatur. Rumgedrücke. Wie schon in allen anderen Folgen. Von wem kriege ich einen Schaden? Nur bloß vom Feuer, ne? Hört das auch wieder auf? Ja. Ah, unmöglich. Müssten uns irgendwie erstmal ein bisschen Leben von dem gönnen. Ach, schön. Lief doch mal perfekt. So, andere Waffe. Lavageschosse rein. Hitzewelle drauf. Ach du Scheiße, halten die viel aus. Nein, wir kommen hier nicht mehr zurück. Wir können nur im Kreis laufen. Aber das ist, glaube ich, dieser Asche-Effekt. Sie dann kurz so stehen bleiben, der ist halt eigentlich ziemlich cool. Wir rennen hier nochmal eine Runde. Wieder ein bisschen Abstand zu gewinnen. Das zieht schon nicht wenig ab. Ich würde jetzt trotzdem nochmal mit der Waffe hier gucken. Wenn wir denn treffen. Ah, das geht schon schneller. Ich meine, wenn wir hier noch Lavageschosse drauf machen, dann geht es natürlich am allerschnellsten. Und dich auch noch. Ich glaube, wir haben gar keine Kumpels mehr. Die sind, glaube ich, alle tot. Nein, ich habe nachgeladen. Vollidiot.
Eine Outrider-Rüstung. Wenn ich euch richtig sehen würde. Ich glaube, ich muss in Zukunft meine Brille beim Gaming aufsetzen. Ich schieße ja eigentlich immer nur auf irgendeinen etwas dunkleren Bereich, den ich gerade sehe. Da hat, glaube ich, gerade ein Köpfchen geguckt. Ich weiß gar nicht, ob man noch größere Magazine irgendwann ausrüsten kann. Ob das mitgeht bei dieser ganzen Modifizierung. Wäre auf jeden Fall sehr praktisch. So, und auch wenn wir jetzt gerade mitten im Kampf sind. Nein, das war falsch. Müssen wir hier an der Stelle doch mal ein Folgenende machen. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin. Macht's gut.